Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Artemije i za svu Hristu braću našu. Dieser Gottesdienst im serbisch-orthodoxen Kloster Visoki Dečani ist dem serbischen König Stefan Uroš III. Gewidmet. 1327 begann er den Bau des Klosters Visoki Dečani. Deshalb trägt er auch den Beinamen Dečanski. Nach nur 8 Jahren wurde das Kloster von Uroš' Sohn Car Dušan vollendet. Über 1150 Fresken aus dem 14. Jahrhundert schmücken das Kloster. Von besonderem Wert ist jenes, das König Uroš III. Darstellt. Hier ist sein Fresko. Man sieht ihn, wie er Christus die Kirche übergibt und dafür von ihm gesegnet wird. Unter diesem Fresko lagen auch seine sterblichen Überreste. Er wurde nur 10 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen, nachdem man seinen unverwesten Körper im Grab fand. Einige kranke Menschen, die im Kloster waren, konnten geheilt werden. Bis heute kommen auch Muslime aus diesem Grund ins Kloster. Hier neben seinem Sarkophag beten Menschen um die Gesundheit ihrer Kinder zum Beispiel. Seit dem Kriegsende im Kosovo, wie die serbische Provinz Kosovo und Metochien international genannt wird, wird das Kloster Visoki Dečani von Soldaten der internationalen Militäreinheit Kosovo Force, kurz KFOR, beschützt. Bald werden es 19 Jahre, dass wir von der KFOR geschützt werden. Der Grund dafür ist die schlechte Sicherheitslage in der Umgebung. Nach dem Krieg 1999 wurde das Kloster mit Waffen attackiert. 3-mal gab es Angriffe mit Granatwerfern und 1-mal wurden wir mit einer Panzerbüchse angeschossen. 2014 und 2016 wurde das Kloster mit islamistischen Graffiti »Kalifat is coming«, das Kalifat wird kommen, beschmiert. Dabei wurden 4 Kosovo-Albaner verhaftet. 2 von ihnen gehörten zu der Terrororganisation »Islamischer Staat«. Nur 18 Kilometer vom Kloster Dečani entfernt, am Rande der Stadt Peć, liegt eines der wichtigsten serbischen Heiligtümer, das Patriarchenkloster. Seit dem 13. Jahrhundert ist dieses Kloster der Sitz des serbisch-orthodoxen Erzbistums. Wie auch Visoki Dečani wurde das Patriarchenkloster zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Im Kloster gibt es Fresken aus dem 13. bis zum 16. Jahrhundert, die alle gut erhalten geblieben sind. 1346 wurde hier der erste serbisch-orthodoxe Patriarch, Joannikije II., geweiht. Das Kloster ist das Zentrum der serbischen Kirche. Wir haben den Patriarchen der Orthodoxie in Konstantinopel, aber der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche hat hier seinen Sitz. Hier auf diesem Thron wurde unser letzter Patriarch Irinej, der 45. serbische Patriarch, intronisiert, aber auch der allererste, Joannikije, der die serbische Kirche unabhängig machte. Sein Sarkophag ist hier in der Ecke. Die Ikone der Mutter Gottes, die aus dem 1. Jahrhundert stammen soll, und weitere hunderte Fresken und Gegenstände, sie alle stellen nur einen Bruchteil des ehemaligen Schatzes des Patriarchenklosters dar. Die Osmanen, die 500 Jahre lang in Serbien blieben, zerstörten und plünderten alles, was ihnen in die Hände fiel. Obwohl das Kloster rund um die Uhr von der kosovarischen Polizei bewacht wird, leben die Nonnen in Angst. Wir fürchten uns, ins Bett zu gehen. Wir haben Angst, ob wir das hier überhaupt überstehen werden. Irgendwie waren wir fest entschlossen, um jeden Preis hier im Kloster zu bleiben. Besonders 2004, als die meisten Klöster im Kosovo zerstört wurden. Im März 2004 gingen in ganz Kosovo und Metochien Kosovo-Albaner auf Serben und serbische Heiligtümer los. 19 Menschen wurden dabei getötet, 35 serbische Klöster und 500 Häuser zerstört.
An nur zwei Tagen im März 2004 wurden 4.500 Serben aus ihrem Zuhause vertrieben. Hier sind etwa 2000 aufgebrachte Albaner auf uns losgegangen, um uns zu töten. Die KFOR rief uns zur sofortigen Evakuierung. Unsere Äbtissin und wir Schwestern haben das sofort abgelehnt und gesagt, dass wir unbedingt im Kloster bleiben wollen, auch wenn wir dabei sterben würden. Nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Pristina entfernt, inmitten der kleinen Ortschaft Gradschanica, ragt das namensgleiche Kloster aus dem 14. Jahrhundert empor. Es ist mit Stacheldraht umzäunt und von der Polizei bewacht, obwohl auch dieses Kloster auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht und es mitten in einer Gemeinde, in der die Serben die Mehrheit stellen, beheimatet ist. Auf die Polizei können wir in Kosovo und Metohien nicht zählen. Von Beginn an hat die kosovarische Polizei keinen einzigen Fall, den wir angezeigt hatten, erfolgreich ermittelt. Ich glaube, dass sie gar keine Chance haben, uns zu beschützen, auch wenn sie es wirklich wollen würden. Hier geht es um das Interesse von Menschen, die auch die Polizei kontrollieren, wenn ich präzise sein darf. Für viele Serben im Kosovo, aber auch in Serbien, stellt das mittelalterliche Kloster Visoki Dečani einen ganz besonderen Ort dar. Einen Ort, an dem der serbische Glaube begann und die serbisch-orthodoxe Kirche ihre ersten Wurzeln schlug. Für mich ist es ein großes Glück, hier im Kloster sein zu dürfen, besonders jetzt in der Fastenzeit. Es ist mir wichtig, hier beten zu dürfen, Gott zu bitten, auf unsere Kinder zu achten und uns hier überleben zu lassen. Ich kann 3 bis 4 Mal im Jahr hierher kommen. Und warum nicht öfter? Man muss vorsichtig sein. Sie müssen erst einmal jemanden finden, der sich traut, nach Dečani zu fahren. Wir leben in Gradschanica. Das ist nicht ganz nah. Ich habe Angst. Bis in die 1990er Jahre lebten in Kosovo und Metochien Muslime, Katholiken und Serbisch-Orthodoxe Schulter an Schulter nebeneinander, aber auch miteinander. Das Kloster Visoki Dečani ist ein Ort des Friedens. Während des Krieges lebten hier serbische, kosovo-albanische und Roma-Flüchtlinge. Nach dem Krieg blieben wir hier, um die christliche Zivilisation und Tradition, die hier seit Jahrhunderten existiert, zu erhalten. Wir glauben, dass sie sehr wichtig ist für alle Menschen, die hier leben, nicht nur für uns Serben, sondern auch für alle Menschen guten Willens, auch für Albaner, weil das Kloster diese Region mit Europa verbindet und der europäische Zivilisationshintergrund ist das Christentum. Wir rufen alle auf, in Frieden und in Liebe zu leben. Wir haben viele Freunde unter den Kosovo-Albanern. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir doch auch friedlich und in Liebe miteinander leben könnten. Alle wollen den Frieden. Keiner wünscht sich den Krieg. Diese Zeit wird einmal vorüber sein. Amen.